Servus zusammen, heute möchte ich mir mal mit euch zusammen das Spiel Firefight von Mantic Games anschauen, weil es gerade dazu passt, da ja jetzt die zweite Edition des Spiels erscheint. Grundsätzlich gesagt, soweit ich weiß, also mal vorab, ich habe noch nicht so viel mit dem Science-Fiction-Universum zu tun gehabt von Mantic. Ich arbeite mich da jetzt gerade selbst ein bisschen rein, aber grundsätzlich Firefight spielt eben im gleichen Science-Fiction-Universum, wie eben auch die bisherigen Spiele in diesem Bereich von Mantic, also Warpath, Deathzone und auch Star Saga, glaube ich, ist das Bridge-Spiel. Ich muss mir das hier auf die Schnelle jetzt noch irgendwo finden. Sea Old Games. Genau, hier Deathzone und dann auch Dreadball, glaube ich, Warpath eben und auch Star Saga, genau, Star Saga. Diese Spielsysteme sind eben alle im selben Science-Fiction-Universum angesiedelt, eben auch Firefight und soweit ich weiß, die zweite Edition steht jetzt eben für sich hier alleine. Früher war aber Firefight eben hier von Warpath eine Erweiterung. Wurde hier jetzt mit der zweiten Edition ein bisschen davon anscheinend abgelöst. Was können wir hier zum Spiel generell sagen? Also wir haben hier ein Spielsystem, das auf Truppen basiert, also ähnlich wie man es kennt von anderen Spielsystemen wie Star Wars Legion oder auch Warhammer 40k zum Beispiel. Vor allem zum ersteren gibt es da dann ein paar Gemeinsamkeiten, was das Spielsystem betrifft. Dazu werde ich dann auch noch später ein paar Worte verlieren. Aber grundsätzlich, wie wir es hier eben schon sehen, wir haben hier dann eben einzelne Truppen, die aus teilweise einzelnen oder ein paar Modellen bestehen können. Ich starte jetzt einfach mal mit der neuen zwei Spieler Starterbox, weil das könnte etwas sein, das eben für jemanden, der jetzt neu dazukommt, oder so wie ich eventuell auch starten möchte, dann ganz interessant sein könnte. Als Startpunkt, wir bekommen hier eben gerade jetzt neu die zwei Spieler Starterbox der zweiten Edition mit diesem ganzen Inhalt, den wir hier sehen. Wir haben hier einmal das Regelbuch zu Firefight, eben das vollständige Regelbuch, das uns mit allen Regeln versorgt. Und was hier auch noch ganz interessant ist, wir bekommen hier ein zweites Heft dazu, beziehungsweise Buch, die Force Lists. Dort ist alles enthalten, was wir spieltechnisch benötigen für alle aktuellen 7 Fraktionen, die es im Spiel gibt. Also nicht nur die beiden, die wir hier dann in der Starterbox auch mit Figuren versorgt haben, sondern für sämtliche Armeen, die es aktuell im Spiel gibt, sind hier alle Armeelisten enthalten. Und es wird daher auch keine weiteren Bücher irgendwie in Richtung Armee- oder Codex-Bücher geben, da wir hier eben schon alles bekommen. Diese beiden Bücher gibt es dann auch noch einmal einzeln zu erwerben, falls man eben schon Figuren hat, beziehungsweise an diesen Armeen aus der Starterbox nicht interessiert ist, dann kann man sich die beiden Bücher dann eben auch alleine holen und hat damit alles, was man aus regeltechnischer Sicht benötigt, um Firefight eben zu spielen. Und hat, dann bekommt man hier auch noch eine ganze Reihe von Tokens. Auch diese sind hier dann dabei, wenn man sich die beiden Regelbücher einzeln kauft. Und dann eben da der Hauptteil, für den man sich eigentlich so eine Zwei-Spieler-Starterbox dann kauft, sind eben dann die Figuren. Da bekommen wir hier einmal die Marauders, also Grünhäuter, sprich Orks, mit, wie man hier auch sehen kann, doch typisch bekanntes Aussehen, sage ich jetzt mal, durchaus etwas, das man kennt. Finde ich auch eigentlich ganz gut, dass da hier nicht ganz was Neues gemacht wurde, vor allem bei so zwei Spieler Starterboxen. Und man sieht auch hier schon, das geht mehr in Richtung ein bisschen mehr Masse, auch vielleicht ein bisschen mehr Nahkampf, aber das wird sich erst noch bei den Regeln dann zeigen müssen. Und da gibt es aber, wie wir hier schon sehen, eine ganze Reihe von Figuren für die Marauders, wie die Orks hier heißen. Und dann als zweite Armee in der Starterbox bekommt man hier noch die Enforcers. Das sind
sehr gut ausgerüstete Menschen, eine menschliche Fraktion. Ob das jetzt da auch Supersoldaten sind, so in Richtung Space Marines, weiß ich nicht. Ich glaube aber ja, es geht so in diese Richtung mit eben stark gepanzerten Einheiten, eben guter Rüstung, guter Ausrüstung und wie wir hier auch sehen, auch mit Jetbikes. Und im Vergleich eben zu den Marauders, die wir hier haben, sehen wir schon in der 2-Spieler-Starterbox, dass wir sehr viel weniger Figuren dann auch haben, also eher eine Elite-Fraktion. Was bekommen wir dann noch zusätzlich in dieser 2-Spieler-Starterbox? Hier auf der rechten Seite sehen wir dann noch diese weißen Würfel. Das sind 8-seitige Würfel und sind die Würfel, die auch für alle Aktionen benutzt werden in Bezug auf Schussattacke, also Treffen, Verwunden. Das wird alles mit diesen 8-seitigen Würfeln abgebildet, anstelle den häufig verwendeten 6-seitigen Würfeln. Funktioniert aber ansonsten auf die gleiche Art und Weise. Man hat im Profil der Einheit einen Wert stehen, zum Treffen zum Beispiel 5+, dann muss eine 5 oder höher gewürfelt werden, um zu treffen. Und das Ganze kann halt dann noch durch Deckung und andere Dinge beeinflusst werden, und wodurch man dann möglicherweise schlechter oder eventuell auch sogar besser trifft. Und dann gibt es hier in der Mitte zwischen den Büchern hier noch diese 6-seitigen farbigen Würfeln. Das sind die sogenannten Command-Würfel, denn es wird hier im Spiel, wie man es auch schon von anderen Sachen kennt, auch ein bisschen so vergleichbar mit dem, was man kennt von Age of Sigmar oder Warhammer 40k, gibt es auch hier bei Firefight Command Points. Dies werden, glaube ich, Anfang jeder Runde generiert. Und mit diesen Aktionen, mit diesen Command Points kann man eben dann im Verlauf des Spiels diverse Aktionen durchführen, die entweder allgemeingültig sind, die dann eben jede Armee machen kann, und dann gibt es eben noch einzelne auch Anführermodelle, möglicherweise auch Einheiten, die dann auch eigene Fähigkeiten haben, teilweise auch Aura-Fähigkeiten, die dann eben durch solche Command Points bezahlt werden, und dann kann man diese einsetzen. Also in alles in allem schon ein ganz guter Inhalt, den man hier bekommt für diese 152 Euro, das ist hier die Starterbox plus die 2 Flieger, also da gibt es für jede der beiden Fraktionen noch einen Flieger dazu. Es gibt dann aber auch doch die normale hier 2-Spieler-Starterbox. Und das ist eben der gleiche Inhalt, den wir gerade hatten, den wir gerade besprochen haben, eben ohne die beiden Flieger. Und der kostet diese Box bei Mantic 110 Euro. Es kann davon ausgehen, die wird dann bei uns, bei den Händlern, ein bisschen günstiger wahrscheinlich zu haben sein. Und vielleicht auch für den einen oder anderen eine Alternative zu vielleicht Spielen wie Warhammer 40k oder auch Star Wars Legion, falls einem da das Universum vielleicht nicht gefallen sollte oder aus anderen Gründen. Jetzt, wo wir uns ein bisschen so die Starterbox angeschaut haben, was wir hier so finden und wo wir jetzt auch die verschiedenen Truppen noch ein bisschen so sehen, möchte ich jetzt noch ein bisschen was eben zum Spiel selbst sagen. So wie es aussieht, hat uns da hier Mantic mit einem Spiel versorgt, das ab ungefähr 500 Punkten anscheinend schon gebalanced gespielt werden kann und dann eben nach oben hin offen ist. So für eine 1000 Punkte, also man kann es, glaube ich, sogar ein bisschen vergleichen mit eben von der Figurenanzahl her mit eben Warhammer 40k. Vielleicht hat man da auch ein bisschen weniger Figuren, aber ich glaube, wenn man so sagt, 1000 Punkte und das Ganze dann vergleicht im Kopf mit 40k, dürfte man ungefähr einen ganz guten Aufschluss darüber bekommen, wie groß das Spiel dann ungefähr in Bezug auf die Anzahl der Figuren sein wird. Und eben Mantic sagt hier auch, dass man bei 1000 Punkten, bei Spielen von 1000 Punkten oder auch bis, ich glaube, 1250 Punkten wird empfohlen, auf einem 4x4 Fuß großen Spielfeld zu spielen, also durchaus kleiner als man das sonst so kennt, aber gleiche Größe wie zum Beispiel
von Infinity oder anderen Spielsystemen. Und wenn man dann über diese Spielgröße hinausgeht, also 1500 Punkte oder eben auch darüber hinaus, ich glaube aber 1500 Punkte ist so die Standardgröße, die ich irgendwo mal mitbekommen habe für das Spiel, die so ein bisschen empfohlen wird, möglicherweise dann auch auf 2000 Punkte und da eben dann der typische 6x4 Fuß große Spieltisch, von dem natürlich Games Workshop jetzt abgegangen ist, aber der uns zum Beispiel ja auch bekannt ist von anderen Spielen, vor allem von ja auch Kings of War aktuell, das ja auch von Mantic kommt. Ja, so viel mal zu den Spielgrößen. Dann habe ich vorhin schon angesprochen, das Thema Aktivierung bzw. Ähnlichkeit zu Star Wars Legion und darüber möchte ich jetzt was sagen. Eine Sache, die schon mal ähnlich ist oder gleich ist, da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus bei Star Wars Legion, aber für den ersten Blick war es für mich doch sehr ähnlich, ist das Thema der Aktivierungen, denn man aktiviert hier bei Firefight seine Einheiten abwechseln. Zuerst ist der Spieler A an der Reihe, aktiviert eine seiner Einheiten, dann Spieler B und das Ganze geht dann so lange abwechselnd hin und her, bis in der kompletten Runde alle Einheiten aktiviert worden sind und dann beginnt eine neue Runde. In dieser Aktivierung hat dann ein Spieler die Möglichkeit, seine Einheit entweder zweimal zu aktivieren mit kurzen Fähigkeiten bzw. einmal zu aktivieren und in dieser Aktivierung zwei kurze Fähigkeiten einzusetzen. Das kann zum Beispiel Bewegen und Schießen sein, aber auch in der umgekehrten Reihenfolge zuerst schießen und dann bewegen, wenn man zum Beispiel bereits in einer sehr guten Schussposition ist, weil sich der Gegner in der vorigen Runde zum Beispiel ganz gut positioniert hat für einen und das möchte man ausnutzen, dann kann zum Beispiel auch als erste Aktion, kurze Aktion, eine Schussattacke angesagt werden und mit der zweiten Aktion kann man sich dann zum Beispiel hinter ein Gebäude in Deckung zurückziehen, also da hat man ein bisschen schon taktische Möglichkeiten. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, sich als kurze Aktion auch hinzulegen. Dadurch kann man im offenen Gelände zum Beispiel Deckung erhalten. Also man hätte auch hier die Möglichkeit, sich zu bewegen als erste kurze Aktion und dann anstelle dieser zweiten Aktion, kurzen Aktion zu schießen, dann eben in Deckung zu gehen oder sich eben hinzulegen, um Deckung zu bekommen. Man hat aber auch eben die Möglichkeit, als Beispiel eine lange Aktion zu machen, das wäre zum Beispiel Laufen und dort bewegt sich die Einheit dann eben wesentlich schneller als in einer normalen Aktion. Dafür kann die Einheit dann aber nichts mehr machen, sondern nur diese eine lange Aktion durchführen und zum Beispiel eben nicht mehr schießen. Was hier ganz interessant ist in Bezug auf die Bewegung, ist das Thema, dass es eben in dem Spiel hier zwei Bewegungswerte gibt. Der linke Bewegungswert gibt an, wie weit sich die Einheit bewegen kann mit einer kurzen Aktionbewegung und mit der zweiten Bewegungsreichweite wird angegeben, wie weit sich die Einheit bewegen kann, wenn sie läuft oder auch wenn sie einen Charge durchführt, um in den Nahkampf zu kommen. Und im Fall hier auf der rechten Seite, da weiß ich es ziemlich sicher, bei den Marauders bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, bei denen ist es eben so, damit das einfach, dass der größere Wert einfach nur verdoppelt. Also die Enforcers hier auf der rechten Seite, die können sich normal 6 Zoll weit bewegen mit einer kurzen Bewegung und dann eben noch eine Aktion durchführen, eine zweite. Oder können eben 12 Zoll weit laufen oder 12 Zoll weit chargen. Und ich habe aber schon auch gesehen, ich glaube bei den Vermin, also bei den Ratenmenschen ist es so, die können sich in den meisten Fällen auch 6 Zoll weit normal bewegen, haben dann aber einen großen oder zweiten Move-Wert von 15, also die dürfen sich beim Laufen oder auch beim Chargen nicht nur 12, sondern ganze 15 Zoll weit bewegen. Also da muss man dann, das macht das Ganze dann schon von der Positionierung her taktisch interessant, da man hier dann auch überlegen muss, wie weit bewege ich mich mit meiner Armee vor, wenn ich gegen zum Beispiel die Vermin spiele, weil ich kann zum Beispiel nur, eben dann nur 12 Zoll angreifen, die Vermin könnten es aber auf 15 Zoll, also da sind schon ganz interessante
Dinge dann möglich. Und eben, wie gesagt, ist dann diese erste Einheit aktiviert worden von einem der beiden Spieler. Dann wird abwechselnd aktiviert und dort kommen jetzt auch diese Command Dice ins Spiel, denn ich glaube, jeder Spieler hat dann eine Command-Fähigkeit, die im ganzen Spiel gilt, die also alle Fraktionen einsetzen dürfen, wo dann direkt, nachdem man eben eine seiner Einheiten aktiviert hat, kann man einen Command-Point ausgeben, um gleich noch eine zweite Einheit vollständig zu aktivieren. Und erst danach ist der Gegner an der Reihe, um seine nächste Einheit zu aktivieren. Das können anscheinend beide Seiten machen, jeweils aber nur einmal pro Runde. Und diese Command Points noch, haben dann eben auch noch andere Verwendungszwecke. So kann eine Einheit, zum Beispiel ein Anführer, eine Aura haben, die zum Beispiel für einen Command Point einer Einheit in möglicherweise 6 Zoll Umkreis plus 1 auf Treffen zum Beispiel geben kann. Also solche Möglichkeiten hat man hier im Spiel dann mit den Command Points. Wenn wir jetzt schon beim Thema der Aktivierungen waren, beziehungsweise dem Thema Bewegung und auch Charges und damit auch verbunden dann den Beschussaktionen, die nächste Thematik, die mich sehr an Star Wars Legion erinnert hat, war dann das Thema, wie die Bewegung gemessen wird. Denn jede Einheit hat einen Anführer und dieser wird dann für sämtliche Aktionen benutzt. Das heißt, wenn man eine Einheit aktiviert, um diese zu bewegen, wird die Entfernung vom Leader aus gemessen, dann wird der Leader bewegt und alle anderen Modelle der Einheit werden dann anschließend innerhalb von 3 Zoll um den Anführer gruppiert und nicht nochmal einzeln bewegt, sondern spielt dann die tatsächliche Entfernung, die jedes einzelne Modell zurückgelegt hat, keine Rolle, sondern das ist nur wichtig bei der Bewegung des Leaders selbst. Also auch wieder etwas, das man von Star Wars Legion her kennt, nur mit dem Unterschied, dass es hier keine Bewegungsschablonen gibt, sondern ein ganz normales Zollmaßband verwendet wird, mit dem eben der Leader bewegt wird und dann nur mehr die Modelle, die restlichen Modelle der Einheit darum gruppiert werden, um dieses Leader-Modell. Das gleiche betrifft dann eben auch das Thema Chargen. Auch hier, wenn ein Charge angesagt wird, wird vom Leader ausgemessen, dieser wird dann an den Gegner ranbewegt und anschließend die restlichen Modelle innerhalb von 3 Zoll um den Leader gruppiert. Bei größeren Einheiten ist das etwas anders. Ich glaube, bei bis zu 10 Modellen oder unter 10 Modellen ist die Coherency, in der sich alle Modelle zum Leader befinden müssen, 3 Zoll und diese vergrößert sich auf 6 Zoll, sobald 10 bzw. mehr als 10 Modelle in der Einheit sind, um da einfach ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Aber auch hier, wie gesagt, beim Charge wird ebenfalls vom Leader ausgemessen und gleiches natürlich dann auch beim Beschuss wird eine Einheit ausgewählt und diese führt eine Schussaktion durch, dann wird die Entfernung für die Reichweite vom Leader ausgemessen und sobald von dort aus dann irgendein Modell der Zieleinheit in Reichweite ist, kann da die Einheit als Ziel gewählt werden und dann ist es natürlich noch wichtig, ob die Waffenreichweite stimmt, aber auch diese scheint dann anscheinend vom Leader ausgemessen zu werden und nicht von jedem einzelnen Modell. Ich finde das Ganze ganz interessant, vor allem natürlich auch mit der Kombination, dass abwechselnd aktiviert wird. Das macht das Spiel doch etwas dynamischer und auch schneller, weil man eben bei der Bewegung nur auf die Leader jeweils schauen muss und nicht jedes Modell einzeln. Also für mich ein ganz klarer Pluspunkt, was das Spielsystem betrifft. Ich habe mich jetzt hier dazu entschlossen, das Video auf 2 Parts aufzuteilen, da wir mittlerweile ja doch schon bei 20 Minuten angekommen sind. Im nächsten Video werden wir dann nochmal einen Blick auf die einzelnen Fraktionen werfen, die uns bei Firefight aktuell zur Verfügung stehen. Ich möchte nur noch schnell ein paar Worte verlieren.
zu den Force Lists, denn wie vorhin schon gesagt, wir haben hier ja kein eigenes Buch bekommen, also keinen Kodex oder keine Armeelisten, Armeebücher für die einzelnen Fraktionen, sondern diese sind alle in diesem Force Lists Buch hier mit enthalten für alle aktuellen Fraktionen. Und da kann es dann eben sein, oder das hat Mendig auch schon gesagt, wenn dann später mal, vielleicht in einem oder in zwei Jahren, eine neue Fraktion erscheinen wird für Firefight, dann wird die dazugehörige Armeeliste in einem neuen Force Lists Buch veröffentlicht. Das heißt, sobald eine neue Fraktion verfügbar sein wird und ins Spiel eingebaut wird, dann wird auch so ein neues Force Lists Buch erscheinen. Das gibt natürlich dann auch Mendig die Möglichkeit, das Spiel weiter zu balancen, weil sie natürlich dann auch die Möglichkeit haben, alle anderen Listen zu den anderen Armeen wieder mit abzudrucken, was natürlich dann dieses Buch hier obsolet machen würde, aber wie gesagt, das kann in einem, in zwei, in drei Jahren passieren oder eben auch, wenn Mantic merkt, jetzt innerhalb des ersten Jahres, okay, es gibt hier ein paar Schwierigkeiten doch bei der einen oder anderen Fraktion bzw. Einheit, was Waffenoptionen betrifft oder auch vielleicht Punktekosten, dass irgendetwas zu hoch oder zu niedrig bepreist ist, dass etwas zu stark wird, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass hier vielleicht dann doch einmal im Jahr so ein Buch erscheint oder zumindest mal als erstes Balancing fürs nächste Jahr dann so ein neues Force Lists Buch erscheint mit abgedateten Regeln der Armeen, ohne dass jetzt da eine neue Armee erscheint und dann vielleicht erst zwei Jahre darauf dann eben ein neues Force Lists Buch mit einer neuen Armee. Aber eben solange weder Balancing notwendig wird oder eben eine neue Fraktion ins Spiel integriert wird, wird auch kein neues Buch sehr wahrscheinlich erscheinen für diese einzelnen Listen. Das wollte ich nur noch eben gesagt haben und damit beende ich jetzt aber auch das Video für alle, die es jetzt noch interessiert. Ich werde euch hier noch für Kings of War ein Video verlinken für alle, die es interessiert und die vielleicht noch nichts davon wissen. Ist ebenfalls eben ein Spiel von Mendig Games, eben in einem Fantasy-Universum angesiedelt. Und dann verlinke ich euch noch das beste Video eben von der Freebooters Fate Aufbau-Serie. Dann sehen wir uns beim nächsten Video oder wir hier hören uns. Bis dahin sage ich Tschüss.